In 1985, Audi had taken their Group B Quattro to another incredible event. It was rather shorter than the Paris-Dakar, but it was equally unique in motorsport. Rather shorter indeed. The winning time was usually around 11 minutes instead of 3 weeks. Pikes Peak is a 14,000-foot mountain in Colorado, and since the earliest days of motoring, drivers have been racing up to the summit via a 12.5-mile dirt road. For 4 years, European Group B teams flocked to this American classic and totally dominated the proceedings. Despite the efforts of Ari Vatanen in the Peugeot, Walter Rall was king of the hill. I went to America to my Arbeit zu machen. Hinten habe ich gesagt, Gott sei Dank, das war ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, das muss man erlebt haben, dass man da mit 220 auf Schotterstraße rauffahrt, von der Straßenkante geht es wie von der Tischkante, ohne alles, 400, 500 Meter ins Nichts, mit einem Auto, das jenseits von 600 PS hat. Zu jedem Zeitpunkt kannst du mit dem Gasfuß irgendwas verkehrt machen. Ein Auto, das damals das erste Rallye-Auto war, wo man ein bisschen Abtrieb versucht hat zu machen mit den Flügeln. Es war also unheimlich toll und ich muss sagen, ich habe es im Fahren genossen und habe aber auch noch mehr genossen, die Aufnahmen nachher vom Hubschrauber zu sehen, wie toll das Auto da wie auf Schienen den Bergen aufgefahren ist. Also das war sicherlich schon der Gipfel, was man mit so einem Auto hat machen können.